Ich begrüße dich recht herzlich zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Lange ist es her, ich glaube insgesamt 5 Monate oder so seit dem letzten Video. Es tut mir leid, es ist einiges dazwischen gekommen, aber heute stelle ich euch ein Sadako-Bild vor. Und zwar haben wir Noed, Deadlock, Save the Best for Last, was gebufft wurde, und Brutal Strength, was in diesem Patch natürlich nochmal umso stärker ist. Zusammen mit den Addons Wellwater und Bloody Fingernail haben wir eine Power, die sich darauf konzentriert zu teleportieren. Bedeutet, wir sind einerseits sehr, sehr schnell und andererseits undetectable für 2 Sekunden mehr. Und ich werde ein Sacrificial Ward mitbringen, denn keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, dass die Survivor uns auf eine Map senden könnten. Ich würde sagen, wir starten direkt schon das Match und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Die Survivor haben probiert, mich auf die Cauldron Farm zu senden. Ich habe aber einen Sacrificial Ward mitgebracht. Dementsprechend hat das nicht ganz so funktioniert, wie sie sich erhofft haben. Aber gut, ich probiere jetzt einfach mal, den Ace zu erwischen. Denn das war der, der last second geswitcht ist auf einen, ja, anderen Charakter. Vorher hat er nämlich David gespielt und nun hat er dementsprechend auf den lieben Ace gewechselt. Deadheart hat nicht funktioniert. Amazing. So, dann kommst du mal eben her. Ist auch nicht meine Obsession, bedeutet, ich habe freie Fahrt, was Save the Best for Last angeht. Nice. So, dann kicke ich einmal eben gegen. Die Generatoren sollten noch nicht allzu weit sein. Und dann teleportiere ich einmal weg. So, oh Gott. Hier wurde schon der erste Generator fertig gemacht. Ich glaube, ich belasse es erstmal dabei. Oh mein Gott, was ein Deadheart. Sie sollte auch gleich schon tot sein. Allzu viel hat sie nicht mehr. Oh wow, hat es geschafft, mich so ein bisschen zu outplayen. Aber, ja genau, ich wollte gerade sagen, Bloodlust müsste jetzt eigentlich kommen und dann sollte sie hier nichts mehr haben. Nice, das war es dann auch schon. Dann hake ich sie mal hier fest und teleportiere mich direkt wieder dort hinten hin. Hallöchen, hier ist leider niemand. Schade. Dann gehe ich wieder zurück. Ich manifeste mal eben. Beziehungsweise die Manifeste, I'm sorry. Genau deswegen nämlich. Off the record, no brainer. Oh wow. Das ist die Nancy, nicht meine Obsession. Geh gerne für dich. Nancy Schmieler. Deadheart hat dir dann nicht so viel geholfen. Ist ein SWF, by the way. Dann hebe ich sie mal eben auf. Hochgucken. Und sie ist tot. Nice. Save the best for last. 8 Stacks ist so krass. Die S. Wow. Ja, das hat nicht funktioniert. Dachtest du. By the way, der Grund, dass ich in letzter Zeit keine Videos hochgeladen habe, ist einfach der, dass, ja, ich hatte erstens kein Mikrofon, mit dem ich aufnehmen konnte. Beziehungsweise kein gutes. Aber jetzt habe ich eins. Und natürlich halt auch, ja, schulischer Stress, Demotivation generell. Aber ja, das sollte eigentlich passen jetzt. Dann hebe ich die mal auf. Jetzt werden auf jeden Fall aktiv Videos kommen. Oh mein Gott, da muss ich aber kurz hochgucken. Lightshows hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe. So. Niemand in mir. Okay, alles klar. Einmal Mindgame und antäuschen. Perfekt. Das ist meine Obsession, weil sie mich ja die erste hat. Oh, wow. Weiterer Generator fertig. Kannst Palette gerne droppen. Das, by the way, was sie gerade gemacht hat, ist eine Competitive Strategy. Das machen Com-Spieler in DBD. Und zwar ist der Sinn dahinter, dass sie antäuschen, eine Palette zu droppen. Das kostet dich dann Zeit. Und währenddessen sie es machen, droppen sie die Palette gleichzeitig. Damit klauen die enorm viel Zeit. Bedeutet, ja, ich spiele gerade gegen kaum Spieler. Oder zumindest welche, die es probieren zu sein. Oh mein Gott, bist du oblivious. Ja, sie dachte ernsthaft, sie könnte hier irgendwas ausrichten. Wow. Deadheart kann sie nicht haben. Oh Gott, die Flashlight Blinds. Die Attempt zumindest. Oh wow. Naja, ich habe selbst was verlasst. Und du mit deiner Make America Great Again Cap. Bringt dir gar nichts. Ich kann sie sogar immer noch festhaken. What the fuck? Was probiert ihr hier? Was ist euer Plan? Ihr habt gerade richtig verkackt. Oh wow. Ich glaube, die haben Unbreakable. Ja, der hat Unbreakable. Das war klar. Und tot. Keine Unbreakable mehr. Dann hebe ich sie eben sie auf und dann, oh Gott, haken.
Danach hebe ich den Ace auf. Sie hat geheilt, die eine Nancy. Aber ja, ich war halt so ein bisschen demotiviert in den letzten Monaten. Ich hatte wenig Kraft, Videos aufzunehmen. Aber halt auch viele technische Probleme und generell den privaten Umständen geschuldet bezüglich der Schule, aus der ich jetzt endlich raus bin. Ich kam einfach nie wirklich dazu, Videos aufzunehmen. Das tut mir leid, ich hätte zumindest mal ein Update-Video machen sollen, aber ja, ich bin nicht so wirklich ein Fan von Update-Videos. Das klingt immer so weird in my opinion. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen mehr teleportieren. Ich spiele literally ein One-Killer die ganze Zeit. I mean, es funktioniert, I have Seth's Best for Last. Also, warum nicht? Sie müsste Dan und Hook sein, right? Nancy? Ja, nee, funktioniert nicht. Hab's trotzdem probiert. Sie probiert natürlich noch für den Flashlight Safe zu gehen. Aber auch das wurde natürlich nichts. Beide liegen am Boden. Dann nehme ich lieber den Haken hier. Der ist vielleicht ein bisschen unnötiger. Den brauche ich wahrscheinlich nicht. Gehe ich direkt wieder für die Nancy. Ich würde eigentlich gerne... You know what? Ich schlage für den 4K, aber einfach nur, weil die Last Second geswitcht sind. Und mich auf eine Map senden wollten. Okay, hier ist er nicht. Dann teleportiere ich einmal hier hin. Hier ist er auch nicht. Mir ist eigentlich alles egal, ich möchte eigentlich nur ihn haben, bin ich ehrlich. Dead Heart. Und ein Grab. Awesome, nice. Ich bekomme Grabs leider sehr, sehr selten. Dementsprechend macht es mich glücklicher, dass ich hier jetzt einen bekommen habe. Ich würde sagen, ich gehe mal eben Shack. Und ja, probiere irgendwie die Hatch zu finden. So oder so ist das ein 4K. Awesome. Sie hat einfach nicht aufgepasst. Und Safety of the Solars hat mir halt echt geholfen jetzt. Also ja, dieses Bild ist ziemlich gut auf Unreal tatsächlich. Mit Brutal Strength counterst du halt einfach jegliche Paletten, die versuchen zu pre-droppen. Safety of the Solars ist einfach amazing auf ihr, weil du bist halt ein M1-Killer. Und Deadlock wegen Slowdown und Nord, falls alles schief gehen sollte und du... ja, ins Endgame gerätst. Aber ich würde sagen, oh, da war die Hatch. Ich würde sagen, das war's schon mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Merciless Killer. Nice. Ja, guckt dir mal an, was sie dabei hatten. Die waren auf die Apokalypse vorbereitet. Okay, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.